Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge. OMSI 2, schön, dass du wieder da bist. Heute ist Freitag, heute Abend Leitstellenfahrt. So schaut's aus. Das ist die Karte, auf der wir heute unsere Leitstellenfahrt machen würden. Berlin-Spandau, ja, der absolute Klassiker, so wie es gehört. Und das Ganze heute mit dem Classic-Bus. Ja, schön. Freue ich mich. Wenn ich das Ganze sehe, fühle ich mich wieder wie in OMSI 1 Zeiten. Oh, die ersten Bilder, die ersten Videos, die ich davon gesehen hatte, die sahen so realistisch aus, so großartig sah das Ganze aus. Ich habe mich mega darauf gefreut gehabt, dass es dann endlich rauskam. Das Ganze wurde damals ja oder auch heute noch, glaube ich, von Aerosoft published, das Ganze, ne? Und das ist einfach absolut wundervoll. Guckt euch das an. Ey Leute, wenn da nicht die Nostalgie hochkommt, dann weiß ich auch nicht bei euch. Aber das ist es. Absolut oldschool geht's nicht. Ja? Also wer es noch oldschooliger mag, ja, der hat nicht OMSI gespielt. Und es kann sich auch heute keiner rausreden von wegen, ja, ich habe die Karte nicht, ich habe keine Busse. Weil wenn ihr weder Karte noch Bus habt, dann habt ihr OMSI 2 nicht und das wäre die größte Schande überhaupt, ja, wenn ich das mal so sagen darf. OMSI, eines der besten Bussimulatoren. Definitiv, es gibt keinen besseren Bussimulator auf dem Markt und von daher freue ich mich jetzt umso mehr, heute eine Klassikrunde hier auf der Linie 137 drehen zu dürfen. Ja, mit einem wundervollen MAN-Doppelstockbus. Ah, so sieht das Ganze also aus. Wir springen mal rein. Wie schaut's denn aus von innen? Also Leute, wenn da jetzt nicht Erinnerungen wach werden. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß dann auch nicht. So, wir sind heute auf der Linie 137 unterwegs. Route 26. Nach Freudstraße. Oh. Sollte auch den richtigen Knopf drücken. Ah, siehst du? Sogar das hat man vergessen. Das ist, wie gesagt, OMSI 1 Content. OMSI 1 Content. Ja, Leute, das ist nicht OMSI 2 mit Gelenkbus und sowas. Das ist OMSI 1 Content. Fantastisch. Ah, ja. So, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. So, kommen Sie rein. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Eins, was dazu gemoddet ist, habt ihr gesehen, ne? Wir haben die KI-Menschen drin von Harlicon. Wir haben KI-Fahrzeuge drin von Harlicon. Ja, sonst Mundschutz ist mal wieder mit dabei. Spandau, klar. Wenn man das einmal überschrieben hat, dann kann man sie zwar wieder rückgängig überschreiben, aber sonst sind sie halt fester Bestandteil. Ja, also da bitte nicht wundern. So, ich weiß gar nicht, wir haben noch nicht Abfahrt. Genau, meine ich doch. Haben wir noch Zeit hier. 1, 2, 3, 4. So, spüren wir noch ein bisschen vor. 1,7. Kommt jetzt hier noch ein Fahrgast oder sowas? Nö. Wundervoll. Könnt ihr euch noch erinnern an euer erstes Mal OMSI? Also das klingt jetzt wie ein bisschen, könnte man jetzt auch schweinig verstehen. Könnt ihr euch noch an euer erstes Mal erinnern? Nein, natürlich erstes Mal OMSI. Ja, könnt ihr euch daran noch erinnern? Alter, das waren doch großartige Zeiten. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So, willst du noch mit oder fahre ich jetzt ab? Eins von beiden. Du willst nicht mehr mit, alles klar. Dann los geht's. Ansagen musst du dich noch selbst einspielen, ne? Pillnitzer Weg. Oh, liege
Geräusche, die Geräusche. Gänsehaut Feeling. Mann, das ist das schon so lange her ist. Ich meine, glaube ich, hatte letzte Mal nachgeguckt, Omsi 6 ist jetzt, Omsi 6, Omsi 2 ist jetzt 6 Jahre alt, 7 Jahre alt oder sowas in den Dreh. Ja, das muss ja wirklich schon fast an die 10 Jahre gehen, wa? Das muss ja schon echt an die 10 Jahre gehen. Boah. Wie die Zeit verrennt, ja? Guten Tag. Wie die Zeit so verrennt. Der hat keine Ansagen gehabt, der Bus. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Hier passt natürlich hier zu unserer Woche hier, ne? Schön Oldtimer. Hallo. Hallo. Oh, war es jetzt schon? Ich weiß gar nicht mehr. Wüste, ne? Nee. Ja? Ah, ich muss leider mal kurz mal Hilfspfeile anmachen. Ja doch, meine ich doch. Das sah halt so fremd aus. Also ich hätte auch da unten gucken können, das stimmt. Heerstraße, Sandstraße, genau. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich weiß noch damals, wie Omsi einfach nicht laufen wollte, direkt Rathaus Spandau, ja.
Damals gab es halt immer den Tipp, ja, wenn Spandau, also wenn Rathaus Spandau wirklich flüssig, also halbwegs flüssig läuft, dann läuft auch Omsi halt relativ flüssig. Und tatsächlich hat sich das echt bewahrheitet. Mein Gott, fahr doch noch langsamer, Alter. Und du könntest fahren. Toll. Das hat sich voll gelohnt. Was ist denn hier los? Oh, der kommt natürlich nicht so schnell rum. Der kommt natürlich nicht so schnell rum. Oi. Ach ja, Leute. Guter alter Omsi-Feeling hier. Das hat uns jetzt natürlich auch schön wieder ins Minus geballert jetzt hier mit den Fahrzeiten hier. Komm, fahr! Hallo. Moin. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Die Obstallee. Weiß auch noch, damals zum Start von Omsi, da hatte ich noch keinen Lenkrad oder Track IR oder sowas. Ja, da habe ich das Ganze noch mit Tastatur gespielt. Ja. Was stand da drauf? DMNI alles? Vor 10 Jahren, mein Gott, es war da alles anders gewesen. Rum. Was ich mal so vorstelle, dass das der modernste Bus war, den Omsi 1 damals zu bieten hatte. Aber damals weiß ich gar nicht. Also ich persönlich kann mich da nicht wirklich dran erinnern. Wirklich mit Modding habe ich tatsächlich erst mit Omsi 2 angefangen, also mir so Mods runterzuladen oder sowas. Sonst klar, Payware-Addons für Omsi 1 tatsächlich habe ich mir auch nie besorgt. Also richtig reingesprungen in Omsi war Omsi 2. Wo es halt dann auf Steam dann veröffentlicht wurde. Erst da habe ich mir wirklich dann erst Omsi 2 richtig dann zugelegt und dann. Gespielt. Na toll. Jetzt haben wir hier so einen Bagger vor uns und der kommt natürlich nicht aus den Potten her. Der ab, ey. Bieg ab. Abbiegen.
Wieso fährst du denn nicht? So. Gibt es eigentlich eine Maximalbegrenzung, wie viele KI-Fahrzeuge zum Beispiel hier fahren dürfen, können in der AI-List? Eine Frage, vielleicht jetzt mal hier so an den einen oder anderen. Und ich bin mir sicher, dass ich weitaus mehr Fahrzeuge hinzugefügt habe. Zum Beispiel fehlen nämlich die kompletten Luxuskarossen. Das ist gar nicht, also da habe ich bis jetzt noch nicht ein Fahrzeug gesehen. Sind die Frage jetzt. Das letzte Mal wieder irgendwo gesehen, hat irgendwer OMSI 1 noch als CD verkauft. Aber ich weiß ja nicht, ob man es wirklich noch kaufen kann, weil, wie gesagt, das Ganze bei Aerosoft ja irgendwie registriert werden musste damals, oder? Ich weiß es nämlich nicht. Ich war damals nie im Besitz von einer Aerosoft-Version. So aus Nostalgiegrund würde ich mir tatsächlich so eine Box nochmal kaufen, aber mir bringt es halt nichts, wenn du die halt nicht mehr installieren kannst oder sowas, ne? Also. Nichts, dass ich das jetzt installieren würde, aber wenn ich mir sowas schon kaufe, dann, ja, dann sollte das auch voll funktionsfähig sein, ne? Passt halt auch mal so ein bisschen. Ja, na, unser gehen leider nicht. Warum auch immer. Ich habe den Faden verloren. Irgendwas war mit OMSI kaufen. Achso, passt natürlich passend immer zu meinem Nostalgieleben, ne? Dass ich ja sowieso immer so ein Type bin, der noch ein bisschen mal so an der damaligen Zeit immer so festhängt. Ist es jetzt schon ganz schön. Ja, und unsere Leitstellenfahrt, wie gesagt, heute Abend ab 20 Uhr geht's los. Was gibt's dazu sagen? Wir fahren natürlich jetzt nicht nur Obstallee 137, sondern wir werden natürlich auch Hule mit reinnehmen und alles was. Ne? Also da werden wir natürlich auf den Content von OMSI 2 natürlich zurückgreifen. Damit wir natürlich ein paar Linien haben, die wir natürlich auch fahren können. Wichtig ist, Fahrzeuge bis 1990 wären schön.
Wir können natürlich auch Ausnahmen machen, selbstverständlich, ne, falls der ein oder andere absolut überhaupt nicht will oder sowas. So. Großartig, jetzt stehen wir hier mitten auf der Kreuzung. Erstmal die Kreuzung wohl räumen lassen. Hallo? Was soll's? So. Guten Morgen. Hallo. Genau, also wie gesagt, wir können natürlich auch Ausnahmen machen und sowas, ne? Aber es wäre halt schon schön, wenn ihr wirklich dann mit älteren Fahrzeugen fahrt. Ja, das wäre natürlich extrem wünschenswert. Meine Fahrzeuge sind ja genug vorhanden, wie gesagt, notfalls muss halt der Standard-Content herhalten. Aber sonst gibt es natürlich auch reichlich Busse im Internet, die man sich runterladen kann. Müssen nicht unbedingt Payware sein, so wie wir es jetzt die Tage jetzt angeguckt hatten. Also wie gesagt, absolut wundervoll war der Citybus O405. Das ist ein absolutes Nonplusultra. Genauso wie die M1 Stadtbusfamilie. Aber ich glaube, es wird mal sowieso Zeit, dass ich mal ein Video mache von meinen Top 5 OMSI DLCs. Da kann man sich mal richtig mal so austoben, mal Pro-Contra irgendwie mal so ein dazu machen. Und dann, ja. Kann man sich vielleicht darauf vertrauen oder nicht, je nachdem. Ich weiß auch, was ich hier damals für einen Schiss immer hatte, hier lang zu fahren, weil das hier so eng wurde. Aber mittlerweile, weißt du, machst du es halt im Schlaf hier. Oh. Diese Bagger müssen raus hier. Bei der Verspätung ja nie weg. Oh, was war das damals ein Highlight gewesen? Weil es muss auch so in dem Zeitraum irgendwie gewesen sein, wo ich, wo OMSI damals rauskam. Hatte ich gerade eine Tour in Spandau. Ja? Bin ich eine Tour gefahren. Und es sah halt teilweise wirklich so aus, immer noch wie früher, also wo OMSI halt gespielt hat. Ja? Hast du halt schon relativ viel wiedererkannt. Und dieses ganze Zusammenspiel mit dem Bus halt, ja, mit dieses halbwegs Reale, ja. Das hat für mich so einen bleibenden Eindruck gelassen, dass, wie gesagt, OMSI bis heute mit einer meiner absoluten Lieblingssimulationen ist. Und das muss schon echt was bedeuten, ja. Wir hatten damals einen Kunden an der Ecke. Ja.
Bin ich da von der Brücke runtergekommen und dann darin und dann musste ich hier über die Altstadt und ich weiß noch, das eine Mal bin ich mit Fahrrad und das ist ja die reinste Fußgängerzone da drin. Ja. Der Polizist hat mich angehalten. Die sagt, du musst laufen. Großartig, Dankeschön. Also durfte ich das Fahrrad die ganze Zeit schieben, ja, in der Altstadt. Fantastisch. Hat der sich damals, ja, so, war wieder so ein Wichtigtor gewesen, halt, ne? Aber, naja, muss es ja auch geben, sowas. Genau, du hättest dich da drüben aussteigen können, wirklich. Wie gesagt, letzte war ja schon erwähnt gehabt hier in der letzten Folge. Jetzt die Straße jetzt hier runterfährst, da war damals mein Konsolencracker gewesen. Da hat man meine Konsolen, ich sag mal, aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die heute immer noch gibt. Muss man gerade mal gucken. Hießen die damals JHC oder irgendwie sowas? JGS? Ich hin und hab da meine PSP damals aufspielen lassen halt noch. Oh, alle Zeiten. Ah. So lange wollt keiner rein und raus. Flankenschanze. Damals der Freund gewohnt gehabt, direkt an diesem Eckhaus, das also in diesem schrägen Haus, was wir auch gleich sehen werden. Also nicht Flankenschanze, sondern glaube ich die nächste Haltestelle ist es. Der Freund von der Bestfreundin meiner Ex-Freundin, so rum. waren wir über einmal zu Besuch gewesen. Ich weiß aber gar nicht mal, ob das mit meiner Ex war oder mit meiner jetzigen Freundin. Ey, das ist schon alles so lange her, wirklich. Es gibt auch mal manchmal so bestimmte Tage, wie du dann einfach dich wieder so. Ich weiß nicht, ob ihr das halt auch kennt, ja. Aber es gibt halt einfach so die Tage, da läufst du irgendwo lang und denkst an nichts Schlimmes oder sowas, ja. Oder vielleicht liegst du zu Hause im Bett oder keine Ahnung, ja, irgendwo sitzt halt auf dem Pott oder so. Da kommen dir halt auf einmal diese ganzen Erinnerungen von früher wieder hoch. Kennt ihr das? Wo du dann anfängst, dann automatisch zu schmunzeln? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so von meiner Jugend her, muss ich sagen, ich würde nichts anders machen, tatsächlich. Ich würde nichts anders machen. Also, all den Quark, den ich gemacht habe oder was halt Schlimmes passiert ist, hat mich halt geformt. Ja. Im ersten Moment denkst du halt, alles blöd, ja, alles doof und das Leben hasst mich und ne, kennt der ja wahrscheinlich auch alle. Vielleicht würde ich tatsächlich noch ein bisschen anders machen, vielleicht mich doch noch ein bisschen in der Schule mehr anstrengen. Das wäre halt vielleicht noch was, weißt du, so. Wir haben 2 Punkte gefehlt, ja, dann hätte ich den Realschulabschluss haben können, ja, durch meine Faulheit und durch meine Dummheit von früher, ja, ist es halt bloß der erweiterte Hauptschule geworden. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass ein Zeugnis über den Menschen nichts aussagt. Ich arbeite jetzt seit 14 Jahren jetzt bei einem Betrieb, bin so loyal, das geht gar nicht.
keine Fehlzeiten, keine Abmahnung, nichts dergleichen. Ich habe wirklich sauberes Führungszeugnis. Und ich finde, sowas sagt halt deutlich mehr aus als so ein lächerliches Zeugnis. Aber da habe ich ja nun mal keinen Einfluss drauf, ne? Wenn du dich ja irgendwo bewerben würdest. Klar, wenn man denn, ich meine, ich bin noch 33, ja. Aber natürlich will man denn auch von einem 50-Jährigen noch das Zeugnis sehen, was er damals vor 50 Jahren bei der Schule gemacht hat. Klasse, großartig, das ist Deutschland. Aber naja, darf sich nicht aufregen. Achso, genau, Askanienring war das gewesen. Boah, jetzt haben wir wieder so lahmarschig vor uns hier. Und Hollandring sind wir durch. Zweibrücker Straße. Nee, aber wie gesagt, also wenn ich jetzt halt nochmal so zurückdenke, ich, wie gesagt, außer das mit der Schule vielleicht, okay, das sehe ich vielleicht nur ein, aber sonst den ganzen Rest, den ganzen Kram, den ganzen Quatsch, den ich mit damals noch Ice Dragon noch gemacht habe, ich bereue davon rein gar nichts. Ja. Hatte tolle Freundinnen gehabt. Hallo. Tolle Freunde, ein bisschen schade, dass man so irgendwann mit der Zeit auch den einen oder anderen ein bisschen aus dem Kontakt verliert, so halt an Freunden und sowas, so Schulkameraden von früher und alles sowas. Ex-Freundin war toll, mit der verstehe ich mich heute immer noch. Meine jetzige natürlich auch, meine beiden Kinder. Ich glaube, ich würde einfach nichts anders machen. Ich würde nichts anders machen. Aber könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr das halt auch kennt. Ja, so einfach mal, als ob ihr nochmal so ein richtigen Flashback dann habt von eurem Leben praktisch, ja, so krass, wie es klingt. Man sich dann manchmal fragen müsste, warum kommt es gerade jetzt? Passiert irgendwas Schlimmes? Ja, nee, passiert einfach. Naja. Dann war schön wieder über meine Jugend gesprochen, wieder. Jetzt wird er wieder ein bisschen schlauer. Der früher zu faul war in der Schule. Schlimmer ist, dass das halt echt Konsequenzen nach sich zieht. Ja, also nach der Schule habe ich auch keine Ausbildung gemacht, wollte halt direkt arbeiten. Und das ist halt der Arbeitgeber immer noch. Und ich habe mich damals nicht bemüht um einen Ausbildungsplatz. Zu meiner Zeit nämlich war nämlich Ausbildungsplatz die reinsten Ausbeuterjobs gewesen. Du solltest trotzdem schon richtig arbeiten, musstest Schule machen und hast dann nur 200 Euro gekriegt. Ja, fantastisch, jetzt kriegst du mit 200 Euro, wenn du schon alleine eine Monatsrate für 70 Euro bezahlen musst hier. Ne? Gut, damals war natürlich auch noch günstiger, aber so in etwa musst du dir das halt vorstellen. Ja? Hattest eigentlich nichts gehabt davon, von deinem Ausbildungsgeld halt. Und dann solltest du halt auch mal quer durch Berlin fahren. Ist ja nicht so, dass du ja eine Ausbildung dann um die Ecke. Nein! Von Köpenick nach Spandau, großartig! Nicht täglich, genau. Schön mit der Öffentliche, fantastisch, großartig. Naja. Schön, schön, schön. So, das war jetzt wieder mal ein Flashback gewesen. Einen wundervollen, schönen, nostalgischen Fahrt hier mit OMSI 1. Also es ist natürlich OMSI 2, ne, aber tun wir so. OMSI 1 Content. Heute Abend, denn wie gesagt, ab 20 Uhr gibt es mehr davon. Also unbedingt einschalten, wenn ihr Bock drauf habt. Selbst natürlich mitfahren wäre natürlich noch cooler. Allerdings haben wir schon gesehen, dass gar nicht so viele mitfahren können auf nackig Spandau. Ich glaube, da waren es jetzt die 14 oder 16 Fahrer, die mitfahren können. Wir haben sogar schon die Uhrzeit umgestellt. Ja? Also wir fahren nicht, wenn wir um 8 den Livestream starten, sind wir auch nicht um 8 im Spiel, sondern um 16 Uhr oder sowas. Das ist ein bisschen schade.
Aber auf jeden Fall, ich denke mal, es wird ein netter Abend. Wir werden bestimmt noch so über unsere Jugend sprechen. Wir werden bestimmt noch in die Zeit zurückreisen, wo es noch die D-Mark gab. Wo noch Helmut Kohl an der Spitze stand. Ja. Wo es Europa so noch nicht gab, also den Euro. Ich schon relativ früh festgestellt habe, dass der Euro Quatsch ist. Ich weiß, nee, das nehme ich mir vorhin Abend auf. Ich als Stümpel, ja, super enttäuscht war, wo der Euro kam, wir unsere Säcke bekommen haben, unsere Geldsäcke bekommen haben, ja. Da gab es ja so eine Einführungsgeldsäcke, ich weiß ja nicht, ob ihr davon... Ich denn zu Kaisers gerannt bin, damals gab es noch Kaisers. Und mir natürlich Chips kaufen wollte, was ich dann für eine Entdeckung gemacht habe. Also, Wahnsinn. Deswegen, heute Abend unbedingt einschalten, ab 20 Uhr, wie gesagt, hier im Livestream. Ich denke mal, 4 Stunden ist die Fahrt angesetzt. Und dann seid ihr dabei, wenn wir uns, wie gesagt, natürlich sehr, sehr drüber freuen. Und lasst dann nochmal mit uns die Zeit nochmal so ein bisschen genießen. Nochmal zurückversetzen. Ich denke mal, das wird ganz nett. Und wir steuern ja auch schon langsam dann auf das nächste große und baldige Event vielleicht schon zu. Wahnsinn, das ging alles extrem schnell. Sind da jetzt natürlich gerade auch am Machen und am Tun, am Vorbereiten bis zum geht nicht mehr. Also nicht wundern, wenn wir zum Beispiel all eure Kommentare zum Beispiel gar nicht mehr beantworten oder zum Beispiel so Feedback irgendwie jetzt geben können. Wie gesagt, wir bereiten gerade alles vor und das zieht sich natürlich. Ich bin so ein Mensch, der plant gerne alles, ja, und der hätte, wenn möglich, auch schon gerne alles vorher fertig, ja, bevor der Event natürlich losgeht. Da können wir natürlich nicht mehr so groß jetzt irgendwie auf Multiplayer-Spiele oder sowas eingehen. Es kann sogar sein, dass zukünftig vielleicht die Videos jetzt auch ein bisschen reduziert werden, dass da vielleicht nur alle 2 Tage ein Video kommt. Muss aber nicht. Ich versuche natürlich, den Standard beizubehalten, aber auch nur halt bis die Eventplanung halt fertig ist. Und ich glaube, da vorne ist jetzt richtig zappenduster, oder? Ja, na klar. Na klar. So, dann macht man leider die Augen zu, aber... Ja, sag. Weißt du, denn wenn sie brauchst, dann ist nicht anders, weißt du? Weil ich sie jetzt ja auch irgendwie nicht ein durch. Das war damals meiner Meinung nach nicht gewesen hier, das hier. Wir haben einfach mal 5 Minuten Verspätung. Läuft bei uns. Wie gesagt, Telefonzellen, ne? Gab es damals auch noch. Gibt es heute auch nicht mehr so viele. Schön immer Böller ins Telefonbuch hingelegt. Großartig. Ja, deswegen. Ja. So. Wie gesagt, gerne heute Abend mehr dazu. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ganz schön spät kamen? Wirklich? Nein. Ich dachte, ich bin pünktlich. 5 Minuten zu früh. Schon gewundert, ob die überhaupt gar nicht sprechen, die Fahrgäste. Die sind so ruhig da hinten. Ding ist, mehr fahren kannst du eh nicht. Aber auf Spannung auch schon eine Verspätung reinzukriegen, das ist schon ein Grundstück. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass die Folge jetzt so lang wird.
Aber dauert doch nicht mehr allzu lange. Was ja schon. Du schaffst zwei, drei Haltestellen noch. Denn haben wir's. Wie gesagt, ihr könnt ja auch gerne mal, wenn ihr Bock einfach mal dazu habt, einfach mal so eure coolsten Erlebnisse zum Beispiel mal in die Kommentare posten. Ihr könnt auch traurige Sachen posten. Oder, ich habe keine Ahnung. Nutzt da einfach die Chance und schreibt es unten mit rein. Lasst ein bisschen Blitzer, Erinnerungen hier versprühen. Kommst aber natürlich auch nicht. Ja, ist ja durch BBS. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Das war eine Fahrt. Ja, Wahnsinn, er nimmt sich jetzt direkt mal das Recht und fährt einfach rum. Ich habe jetzt wieder mit dem Gericht, dass ich jetzt hier wieder Stunden verbringen darf. Goldkieferweg. Ja, Goldkieferweg ist doch die nächste Haltestelle, wa? Somit geht eine nostalgische Fahrt zu Ende, Leute. Ich hoffe, ihr habt sie genauso genossen wie mein Wenigkeit. Jetzt haben wir noch ein Andenken. Das Bild hebe ich auf. Genau, aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie meine Wenigkeit und konntet euch ebenfalls ein bisschen in die Welt zurückversetzen, so wie es damals alles anfing mit Omsi. Und ja. Bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Würde mich natürlich, wie gesagt, heute Abend freuen, wenn ihr da einschaltet. Mit mir nochmal so ein bisschen die Stimmung hier feiert, hier mit Omsi 2, Omsi 1 natürlich. Und wir es heute mal so ein bisschen nostalgisch angehen. Wie gesagt, ab 20 Uhr hier im Stream. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.